Am heutigen Tage kam es gegen 9 Uhr zu einem Schneeschauer im Bereich des Landkreises Verden, sodass wir auf den Autobahnen durch den einsetzenden Schneefall mehrere Unfälle zu verzeichnen hatten. Im Bereich der Anschlussstellen Euthen und Posthausen kam es zu 3 Verkehrsunfällen. 2 davon waren alleinbeteiligte Fahrzeugführer, die in die Leitplanke rutschten. Beim dritten Unfall kam es zur Kollision 3er Fahrzeuge, wobei wir bei diesem Unfall dann 2 leicht verletzte und eine schwer verletzte Person zu beklagen hatten, die in Krankenhäusern jetzt versorgt werden. Im Bereich der A27 kam es zu insgesamt 4 Verkehrsunfällen mit einer leicht verletzten Person. Zwischen den Anschlussstellen Verden Ost und Walsrode rutschten in 3 Fällen Fahrzeugführer auch aufgrund des einsetzenden Schneefalls in die Leitplanke. Und bei einem dritten Unfall verzögerte auf dem linken Fahrstreifen ein Fahrzeugführer so stark, dass dann der nachfolgende Fahrzeugführer auffuhr.